Hallo, liebe Deutschlernende. Der heutige Gedanke scheint auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen negativ, aber ich denke, man kann dieser Idee auch etwas Positives abgewinnen. Ja? Und zwar, ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Also es gab diesen Psychologen, Nathaniel Brandon heißt er, und er hatte Gruppentherapie gemacht, ja, und er wollte den Leuten, die Gruppentherapie machen, bewusst machen, dass sie selber Verantwortung übernehmen müssen für ihr Leben, ja, dass sie selber Verantwortung übernehmen müssen für ihre Probleme, dass nur sie etwas tun können, um ihre Probleme zu bewältigen, ja. Das ist, denke ich, das die positive Botschaft, ja. Beziehungsweise es klingt sehr negativ, ja? Aber das ist die, das wollte er ihnen klar machen. Und er meinte zu ihnen, ihr müsst realisieren, dass niemand kommen wird. Ja? Niemand wird kommen, um eure Probleme zu lösen, um euch Verantwortung abzunehmen, um euch glücklich zu machen. Ja? Und jemand aus der Gruppe meinte, aber sie sind doch gekommen. Sie sind doch gekommen, Nathaniel Brandon. Sie sind gekommen. Und darauf meinte er, ja. Und ich bin gekommen, um zu sagen, dass niemand kommen wird. Ja? Und das klingt sehr negativ. Also, oh, niemand wird kommen und oh, du musst alles selber machen. Aber es ist ja auch die Wahrheit, dass wir selber Verantwortung übernehmen müssen für unser Leben und für unsere Probleme. Weil nur wirklich wir wissen, wie wir sie lösen können. Und wirklich, wir haben wirklich ein starkes Interesse daran, unsere Probleme zu lösen und um uns selbst glücklich zu machen. Ja? Und das ist wirklich wichtig, dass man nicht diese Illusion hat. Ne? Viele Leute haben die Illusion, dass jemand kommen wird, der sie glücklich macht. Und das ist der Grund, warum es so viele Beziehungen gibt, die scheitern. Ja? Also, ich glaube, die Statistik ist 60%. Ja? 60% aller Ehen scheitern wohl. Ja? Ich glaube, ein Grund dafür ist, weil die Leute denken, ah, wenn ich jetzt einen Partner habe, ja? Wenn ich jetzt eine Frau heirate, einen Mann heirate, dann bin ich glücklich. Ja? Aber das muss von innen herauskommen. Ja? Glück kommt von innen heraus. Ja? Und ich denke, das ist so die positive Botschaft. Ja? Wenn wir wirklich das realisieren, dann ist es erstmal, fühlt sich das erstmal sehr negativ an. Aber wenn wir das überwunden haben, dieses negative Gefühl, oh, jetzt muss ich was machen, ich muss mich glücklich machen, wenn wir das überwunden haben, dann können wir daran arbeiten und dann können wir auch sehr viel erreichen und dann sind wir viel glücklicher. Ja? Insofern denke ich, das ist eine sehr positive Nachricht. Ja? Und auch so oder so, es ist immer besser, in der Realität zu leben. Ja? Viele Leute sagen, ah, man muss positiv denken und immer positiv denken und positive Gedanken. Ich meine aber, wir müssen in der Realität leben. Ja? Und die Realität ist manchmal auch mal negativ, aber wenn wir in der Realität leben, dann können wir glücklich sein. Ja? Und um es kurz zu machen, also niemand wird kommen, sagt Nathaniel Brandon. Und wenn jemand kommt, dann kommt derjenige nur, um zu sagen, dass niemand kommen wird. Ja? Ich hoffe, das war inspirierend. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ja? Sag mir, was du von diesem Video denkst, in den Kommentaren. Und schreib mir ruhig jeden Gedanken, den du dazu hast. Ja?
Also auch wie es dir dabei geht, wenn du sowas hörst. Weil für mich ist es immer noch nach so vielen Jahren manchmal so verdammt schwer, solche Wahrheiten auch mir wirklich ganz bewusst zu machen. Ja, nicht nur zu sagen, okay, ja, das stimmt, sondern auch das wirklich ganz und gar als wahr zu erkennen. Ja? Und deswegen bin ich gespannt, was du darüber denkst. Okay? Und das war's für heute. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!